ernsthaft mit mir diskutieren? Willst du das wirklich? Was regst du dich eigentlich so auf? Wir haben doch nur eine kleine Party gemacht. Es reicht. Ein für alle Mal. Los, verschwinde auf dein Zimmer. Ich will dich nicht mehr sehen. Wird's bald! Konnte das passieren? Passiert ist. Henning hat noch gesagt, wie sehr er dich liebt und auch wie glücklich er ist. Dann ist er gestolpert. Erzähl weiter. Ich bin noch hin und wollte ihn greifen, aber er war zu weit weg. Es ist versucht. Das Maß ist voll! Endgültig! Dein Unverschämtheit steht mir bis hier! Ach. Wir räumen jetzt auf, versprochen. Wo ihr alles findet, wisst ihr ja. Wir haben uns dabei nichts gedacht. Das scheint mir auch so. Ich verspreche euch, es wird nicht mehr vorkommen. Ja gut, das Chaos ist hier vielleicht ein bisschen heavy. Aber deshalb hat Arno noch lange nicht das Recht, mich so... Arno hat nicht das Recht? Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Das Leben besteht nicht nur aus Partys, dummen Bemerkungen und Spaß. Arno hat vorhin erfahren, dass ein guter Freund von ihm tödlich verunglückt ist. Deshalb war er so drauf. Ich habe mir ein Pullover aus deinem Schrank genommen und dir einen Tee gekocht. Komm, trink einen Schluck. Dr. Seifert hat ein Beruhigungsmittel dagelassen. Ich komm schon klar. Ich wünschte so, ich könnte dir was sagen, das dich tröstet. Wenn Henning Mark nicht gesucht hätte, dann wäre er noch am Leben. Wenn Mark nicht auf dem Turm gewesen wäre, dann wäre Henning noch am Leben. Marie, quäl dich nicht so. Wenn ich ihm gesagt hätte, er soll auf mich warten, dann wäre er nur am Leben. Ich wollte, dass mein bester Freund an diesem Tag dabei ist. Weißt du was? Geh zu Marie. Genieß diesen Tag. Aber lass mich in Zukunft einfach in Ruhe, okay? Oh Mann! Lass mich in Ruhe!
Du hättest einfach nur fragen müssen. Hätte er ja eh nicht erlaubt. Wo willst du das wissen? Ich kenne Arno inzwischen, ja? Der hätte höchstens eine Kinderparty mit Topfschlagen durchgehen lassen. Warum machst du Arno immer spießiger, als er ist? Na, jedenfalls hätte er mich ja nicht so anmachen brauchen. Du kennst doch inzwischen den Grund. Ein Grund, über den man ja wohl nicht diskutieren muss, oder? Ich wollte ja nur ein bisschen Spaß haben. Du willst immer nur. Das stimmt gar nicht. Hast du dich jemals gefragt, was andere wollen oder wie es ihnen geht? Arno hat immer Verständnis für dich, ganz egal, was du angestellt hast. Und jetzt einmal, einmal, da geht es ihm schlecht und er braucht dein Verständnis. Wo hätte ich das denn wissen sollen? Ja, ein bisschen Gespür für andere Menschen. Aber die sind dir ja egal. Hauptsache, du hast, was du willst. Das nächste Mal soll Arno gefälligst gleich sagen, was Sache ist. Ja, ich bin's. Marie ist jetzt endlich eingeschlafen. Wie geht es ihr? Hat sie sich... Nein, sie fragt halt ständig nach dem Warum. Ja, das fragen wir uns alle. Wenn Marie meine Hilfe braucht, ich bin immer für sie da, egal wie spät es ist. Ja, warten wir bis morgen. Schlaf ist das Einzige, was ihr im Moment helfen kann. Du hast recht. Ich werde auf jeden Fall bei ihr bleiben. Pass auf sie auf. Bis dann. Bis dann. Vielleicht ist es besser für Marie, wenn sie hier übernachtet. Silvia hat gerade angerufen. Marie schläft. Silvia bleibt heute Nacht bei ihr. Wie konnte das nur passieren? Das ist so ungerecht. Magst du lieber auf dein Zimmer gehen? Gute Nacht. Cecile. Versuch nicht dauernd daran zu denken. Auch wenn es schwer fällt. Vielleicht sollte ich ein paar Tage zu meinen Eltern fahren. Entschuldigung. Auf Marie kommt jetzt einiges zu. Ja. Die Beerdigung. Behördengänge. Marie steht das unmöglich durch. Dass Henning tot ist, das... Ich kann es selbst kaum fassen. Ist alles in Ordnung mit dir? Sorry, ist eine blöde Frage. Leg dich ruhig wieder hin, das ist schon okay. Übrigens, Isabelle hat sich vorher nach dir erkundigt. Ich werde mich morgen bei ihr melden. Marc, jetzt mach dich nicht so fertig. Das war ein schrecklicher Unfall. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber dich trifft keine Schuld. Guck mal, du hast alles dafür getan, um Henning zu retten. Entschuldigung. Ist schon okay. Du kannst jederzeit bei mir anklopfen, wenn dir danach ist.
Und dann kommt ihr zurück mitten in eine ausgelassene Schülerparty. Oh ja. Ich meine, Nico konnte das ja nicht ahnen. Ich habe früher auch nicht immer gefragt. Das hat Arno mir erzählt. Seinen besten Wein hast du dafür geköpft. Ich kann mich nicht erinnern, dass du zwingend darüber erfreut warst. Du hast eingesehen, dass du Mist gebaut hast. Arno, mir geht's doch nicht um die eine Party. Nico muss lernen, endlich Rücksicht zu nehmen. Das setzt voraus, man sagt dir, was los ist. Deinem Vater war in diesem Moment aber nicht nach Diskussion. Ein Hinweis hätte genügt. Aber so hätte ich gestern Abend auch auf stur geschaltet. Fertig machen zur Landung. Sie können loslassen, Frau von Anstetten, wir sind da. Nie wieder. Ui, dann habe ich ein echtes Problem. Tja, das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Und wenn ich Sie besteche? Falsche Taktik. Jetzt lasse ich dich erst recht nicht mehr los. Oh, dann muss ich mich von meinem Schicksal fügen. Was meinst du? Was werden wir wohl unseren Kindern erzählen, wenn sie nach diesem Tag fragen? Wir werden ihnen erzählen, dass das der glücklichste Tag in unserem Leben war. Ja. Und von der Nacht? Darüber hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens. Zumindest bis sie volljährig sind. Ja, vielleicht hast du recht. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Ich glaube, ich könnte 5 Brötchen verdrücken. Hier. Danke. Wegen der Party gestern. Tut mir leid, ich hätte diese Leute nicht einfach so einladen dürfen. Wir dachten einfach, wir könnten euch insoweit vertrauen. Das war alles meine Idee. Jana kann wirklich nichts dafür. Ich habe da auch mitgemacht. Wie auch immer. Gestern sinnvoll. Einige Dinge zusammengekommen. Ich wusste wirklich nicht, dass dieser Henning... Das glaube ich dir. Und ich habe wohl auch etwas übertrieben. Der Bus. Sie können sich sicher denken, weswegen wir hier sind. Klar. Hennings Unfall. Wie kam es dazu? Aus Ihrer Sicht? Tja, Henning ist gestolpert. Worüber? Die Spurensicherung hat nichts gefunden. Und laut Obduktionsbericht war Herr von Anstetten nicht betrunken. Dass er über seine eigenen Füße fällt, ist also eher unwahrscheinlich. Vielleicht ist er ausgerutscht. Ich hab keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung. Ich denke, Sie waren dabei. Ja, natürlich war ich dabei, aber das ging doch alles so schnell und ich hab nicht die ganze Zeit auf seine Füße geguckt. Herr von Anstetten und Sie waren befreundet. Mag für Sie jetzt wahrscheinlich fürchterlich abgedroschen klingen, aber er war mein bester Freund. Gab es denn in letzter Zeit Spannungen zwischen Ihnen beiden? Ja, wir haben uns leider mal gestritten. Und Grund dieses Streites war Marie von Anstetten. Stimmt es, dass Sie vor Herrn von Anstetten mit ihr liiert waren? Ja, aber was tut das denn zur Sache? Möglicherweise gar nichts. Wissen wir, ob Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass Henning mich zu seiner Hochzeit einlädt, wenn es zwischen uns deswegen noch Differenzen gegeben hätte. Vielleicht sind ja die alten Wunden beim Anblick des glücklichen Paares wieder aufgebrochen. Henning ist ausgerutscht. Jetzt doch. Gerade eben haben Sie es nicht mehr so genau gewusst. Ich meine, ich denke, er ist ausgerutscht. Naja.
könnte doch sein, dass Sie Herrn von Anstetten von diesem Turm gestoßen haben. Das ist ja wohl Unsinn. Aus Eifersucht. Weil Sie Marie von Anstetten immer noch lieben. So, jeder nimmt sich ein Band, bitte. Danach in einen Halbkreis aufstellen und das Band in die rechte Hand nehmen. Und kreisen und kreisen und kreisen. Hab gehört, klasse Party gestern. Und das Ende erst. Oh Mann, es gab einen Todesfall. Normalerweise sind die total locker drauf, ja? Nicola Brandner. Was denn? Da Sie die Übung ja bereits kennen, können Sie uns diese auch gerne vormachen. Wieso müssen die Jungs nicht mit diesen dämlichen Bändern rumspielen? Weil sie Jungs sind. So, wir starten jetzt mit einer neuen Übung. Und zwar nehmt ihr das Band. Komm mir vor wie ein Teletubby. Winke, winke. Du musst doch einfach nur kreisen. So, das ist doch nicht so schwer. Oh Gott, lass es bitte vorbeigehen. Wie konnte ich mich nur dazu von dir überreden lassen? Du brauchst die Note im Sport eben, um Mathe auszugleichen. Oh, Mathe nervt und diese blöde Tussi nervt auch. Lass die doch quatschen. Mann, der Stimme hier hau ich ab. Bist du noch blau? Ja. Hey, komm mit, ich gebe dir eine raus und wir machen uns einen schönen Nachmittag, ja? Was ist mit der nächsten Mathe-Klausur? Da kann ich nicht fehlen. Außerdem gibt's uns super Ärger. Nicht, wenn man eine gute Ausrede hat. Aua, mein Arm. Ich glaube, ich habe mir meinen Arm ausgekugelt. Aua! Ich wollte mich nur kurz verabschieden. Cecile. Pass auf dich auf. Und grüß deine Eltern. Das mache ich. Der Chauffeur wird dich zum Flughafen bringen. Das ist nicht nötig. Das Taxi wartet schon draußen. Okay. Wir vermissen ihn auch. Wollen wir zu mir? Ja, lass uns gehen. Bis bald. Ja. Ciao, Cecile. Mach's gut. Mama und wir können wirklich nicht irgendwie helfen. Nein, aber es ist lieb, dass du fragst. Okay, ich bin dann mal bei Andi. Gut, mach das. Tschüss. 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 Wiedersehen. 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 Pass auf, ich habe mir Folgendes überlegt. Was das Begräbnis angeht, so sollten wir Marie weitgehend raushalten. Wenn sie damit einverstanden ist? Ja, sie wird heute herkommen und da können wir ihr einen Vorschlag unterbreiten. Gut. Denn die Hochzeitsgeschenke, sie rufen bei Marie nur schreckliche Erinnerungen hervor. Ich denke, wir sollten sie einer sozialen Einrichtung stiften. Ich denke, das ist auch in Hennings Sinn. Der Pavillon. Alles ist für das Hochzeitsfrühstück vorbereitet. Ich werde Hannah bitten, den Pavillon unverzüglich auszuräumen. Ich liebe dich. Wir sind ein Paar und jeder kann das sehen. Ich liebe dich auch, aber... Kein Aber. Die ganze Welt kann wissen, dass ich nur dich zur Frau haben will. War das gerade ein Heiratsantrag? Ja. Marie? Willst du meine Frau werden? Sag einfach ja. Ja. Ja, ich will. Ja. Ein Unfall. Es finden sich bestimmt Zeugen, die bestätigen, dass sie immer noch viel für Marie von Anstetten empfinden. Ja, vielleicht. Aber dann erklären Sie mir doch mal eins. Wenn ich Henning hätte umbringen wollen, wieso habe ich dann versucht, ihn zu retten, ne? Vielleicht haben Sie ihn ja im Affekt gestoßen. Als Ihnen dann klar wurde, was passiert ist, hat sie ihn plötzlich leid getan. So war es aber nicht. Wie war es dann? Zum 100. Mal. Henning hat das Gleichgewicht verloren. Ein erwachsener Mann. Kerngesund und nüchtern. Aber es war so! Was haben Sie eigentlich auf diesem Turm gemacht? Das ist ja wohl
Mark hat seinen Freund verloren. Und Sie unterstellen ihm... Was erlauben Sie sich eigentlich? Ich war dort oben, weil mir schlecht war. Frische Luft hätten Sie ebenso gut auf dem Hof schnappen können. Ist es jetzt verboten, auf Türme zu klettern? Das nicht, aber... Besser, Sie gehen jetzt. Falls Sie in nächster Zeit vorhaben, die Stadt zu verlassen. Dann wird er Sie anrufen, ja. Wiedersehen. Dass wir uns wiedersehen, davon gehe ich aus. Das ist ja wohl eine Frechheit. Dass die dich verdächtigen, du hättest Henning... Das ist ihr Job, Jule. Dich zu verdächtigen, du hättest Henning umgebracht, ist nicht ihr Job. Die sollten lieber mal ein paar Mörder fangen. Gefällt dir die Jacke wirklich? Ja, die ist echt klasse. Wundert mich nur, dass du sowas trägst. Nee, die ist nicht für mich, die ist für meine Schwester Jana. Ach so, ich gehe mal eine Runde daten. Hallo. Hallo, was darf denn sein? Ein Käse-Schinken-Baguette. Ich möchte es gerne mitnehmen. Auch noch was zu trinken? Nein, danke, heute nicht. Okay, komm sofort. Möchtest du auch noch was trinken? So, das macht 3,50 Euro. Vier. Danke. Dankeschön. Danke auch. Also, bis dann. Schönen Tag noch. Wo hab ich nur meinen Kopf? Also. Nico? Was machst du hier?